Weiße Farbe. Okay. Aber das könnte man mal hier lassen. Der Inquisitor sollte auch bald wieder da sein. Hier. Ich liebe diesen Humor. Ich auch. Nachtmensch, der ist so geil. Das Schöne ist, diesen Humor, ich feiere den. Und das Schöne ist, du brauchst ihn gar nicht ernst nehmen. So, hier und da. Ah, Hopfen. So, wir können bald schon unser erstes richtiges Bier brauen. Noch mehr Hopfensamen. Ich habe mich gerade gewundert, warum wir so wenig rauskriegen. Das liegt wirklich daran, dass wir keinen goldenen Dünger genutzt haben. Wir brauchen Alkohol. Nicht nur zum Trinken, sondern in diesem Spiel meine ich jetzt hat. Falls sich jemand gerade fragt. Hier habe ich noch Heiltränke aufgeschrieben. Ich weiß doch nicht, was für ein Heilmittel du brauchst. So. Wir brauchen mehr Geld. Und da sind wir eigentlich schon mal auf dem besten Weg dahin. Weil wenn wir die Aufgaben von ihm, dass wir ihm das Gold gegeben haben, haben wir eh wenig Probleme. Und da hilft uns sogar sehr, dass wir das mit dem Inquisitor nach und nach machen. Weil die Bürger haben wir ja schon. Wir brauchen 10 Bier, okay, und 5 Burger. Hey, hör auf, hier herumzuschleichen. Ich habe dich gewarnt. Ich verdrehte mir nur die Beine. Hier gibt es nichts zu sehen. Was machst du denn dann hier? Es ist ein Hinterhalt. Ich bin kein Experte, aber nach Hinterhalt sieht mir das nicht aus. Der Inquisitor hat einen Albtraum über dieses Portal und diesen Kult. Also warten wir hier jetzt auf die Kultstätte. Welche Kultisten. Schlimme Leute, die stecken bestimmt mit dem Hexen unter einer Decke. Hilf mir doch mal, Tom. Das sind Hexenkultisten-Schweine. Die wollen uns glauben, König. Und sie wollen die Inquisition abschaffen.
und die wollen uns unseren Job wegnehmen. Vielleicht bist du ja ein Kultist. Nein, nein, ich bin nur der Friedhofswärter. Ich gehe ja schon. Ich kann den Stein nicht untersuchen, während sie hier sind. Wir müssen die loswerden. Und außerdem, wir sind jetzt laut diesen Wachen vielleicht ein Kultist. Wir sollten da ein bisschen aufpassen. So. Können wir hier unten ein bisschen noch für irgendwas sorgen? So, wir haben hier ein bisschen Wasser. Das nehmen wir mal. Die Weintrauben können wir da lassen. Das können wir auch mal da lassen. Dann sollten wir beim nächsten Mal vielleicht Bier schon herstellen können. Ah, das reicht noch nicht ganz. Dann schauen wir mal nach ein paar Beeren. Dann sollten wir mal irgendwann mal das Fass herstellen, damit wir auch die daraus Alkohol herstellen können. So, hier sind die schon mal. So. Das sollte jetzt reichen. Goldene Linsen. Haben wir nur eins bekommen? Das ist jetzt halt nicht ganz so ergiebig, aber zumindest ein bisschen was. Wir haben aber kein... Mach mal so. So, dann sollten wir nach und nach auch die goldenen Linsen Samen haben. Hier mal das rein. Die brauchen wir noch. Dann können wir hier zwei von denen herstellen. Die stecken wir auch wieder hier rein. Jetzt schauen wir mal, dass wir vielleicht die eine oder andere Leiche jetzt mal kriegen. Weil dann können wir anfangen, das ein oder andere mal zu automatisieren. Ah, wir haben hier schon Alkohol. Okay. ...30 Stück haben wir. Also können wir 3 Zombies wiederbeleben. So. Den Glauben nehmen wir mal mit. Ich glaube, den ersten Zombie stecken wir hier vorne hin, damit wir die Alchemie nach und nach... Ja, Zombies! Zombies sind immer gut. Okay, die ist jetzt nicht die allerbeste Leiche. Aber was soll's? Das Fett tun wir mal weg. So wie das Blut. Übrigens, man kann aus so einer Leiche eine hervorragende Leiche sozusagen auch noch machen, indem man die mit Sachen vollpumpt und so weiter. So. Und wie gesagt, umso besser die Leichen sind eigentlich, umso mehr neutrale Schädel sie haben als rote, umso effektiver sind die beim Arbeiten. Dann können wir den Glauben mal wieder hier hoch tun. So.
das war nicht der da, wo ich hin will. Stellen wir mal ein bisschen Farbe daher. Für das Rezept, wo ich will, brauchen wir Verlangsamungslösung und Alkohol. Alkohol. So. Dann machen wir auch mal zumindest einen Heiltrank. Und Gesundheitslösung. Das ist ein Heiltrank. Ah, oh, Gary, frönst du wieder der Alkohol? Könnte man fast so sagen. Und wir haben keine Energie mehr. Aber das sollten wir auch nach und nach in den Griff kriegen. Jetzt machen wir noch ein paar Rezepte. Dann noch die ein oder andere Mission. Ich möchte jedenfalls noch bis Sonntag was hinkriegen. Dann kriegen wir das vielleicht mit der Inquisition hin, dass wir dann Geld abstaubern und so weiter. Und dann könnte es zuerst so richtig losgehen. Hallo. Was für ein toller Ort, Mann. Ach. Wir ein Tausch. Meine Schmiede gegen dein Haus, die Kirche und den Friedhof. Nein! Das ist ein unglaublich großzügiges Angebot, Gräf Reswold. Aber ich fürchte. Haha, er dachte, ich meine es ernst. Ich bin doch kein Vollidiot, der in dieser Müllkippe leben und arbeiten will. Pfui. Wie nett von dir. Fast wie der Bauer. Seid ihr zufällig Brüder? Hehe, ich verrate dir ein Geheimnis. Ich war schon Schmied, bevor seine Urahn hier hingezogen sind. Jetzt kommst du mit mir. Oh Gott. Verhaftest du mich? Es gibt einen Notfall im Dorf. Boradrick versammelt alle Dorfbewohner in seiner Taverne. Ich bin kein Dorfbewohner. Es gibt Vampire im Dorf, Wärter. Bist du nächsten Todesfall ist es nicht weit hin. Horaki hat noch einen Spezialisten verlangt, der sich mit den Toten auskennt. Und jetzt los. Oh Gott! Wir sind spät dran, danke. Denk dran, es ist. Vielen Dank, Rosa. Wir fühlen alle deinen Schmerz. Wir kennen dein Leid. Langweilig. Das war das dritte und letzte Opfer des Vampirs. Für heute zumindest, aber jeder einzelne von uns könnte der nächste sein, der ihn trifft. Kette, der Sohn der Bauern, Rosa. Es fängt gerade erst an. Dorfbewohner, ich erwarte Vorschläge. Doch nicht alle auf einmal, bitte. Cory, dein Vorschlag zuerst. Mein Vorschlag, natürlich, Leute hörten mir zu. Nur eine Woche lang
Cory und sein Bruder parieren eure mit 15% Rabatt und als besonderes Geschenk gibt es ein Holzschen-Stabeltier von Nein, das ist doch mein Lieblings-Spezialisierung. Chef ist Geschäft, Brüderchen. Okay, Adam, hören wir uns deinen Vorschlag an. Mein Vorschlag ist jedoch, ist jedem Dorfbewohner 2 Leibwächter zur Seite zu stellen. Vor einer Woche hat eine Bande Ghule obszönen Adam, das waren die Teenager aus dem Dorf. Ich habe ihnen sogar geholfen mit der Kram. Außerdem gibt es doch gar keine Ghule. Es gibt nur Zombies, die wir haben. Dämlicher Tausch, das stimmt. Ach herrje. Mein Vorschlag ist, dass wir alle aufhören, tote Tiere zu essen. Da ist es ja klar, dass man dann irgendwann Vampire und anderen Blödsinn sieht. Frische Wurzeln und geschmorte Blätter, das Geheimnis eines gesunden Geistes in einem gesunden Körper. Imker, bitte spuck nicht immer auf den Boden. Hast du etwas zu sagen? Ja, habe ich. Leute, seid ihr nicht ganz dicht? Ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Es ist doch sonnenklar, hinter all dem steckt mein Erzfeind, Hornissenmann. Aber fürchtet euch nicht, meine Armee Fleischfressende der Bienen ist beinahe angekommen. Schon bald werde ich sie auf das Dorf loslassen. Das klingt ja vielversprechend. Noch irgendwelche Vorschläge? Das sind saugeile Vorschläge. Na toll. Das Treffen ist vertagt. Das heißt, dass... Werther, hast du einen Moment Zeit? Das war so klar. Hör mal, könnte ich dich bitte der Sache auf den Grund gehen lassen? Niemals. Das kommt ziemlich unerwartet, aber es ist nett, dass du dir mich anvertraust. Ehrlich gesagt hat das nichts mit Vertrauen zu tun. Aber wenn ich die Dorfbewohner frage, muss ich ihnen nachher noch Steuern erlassen oder so. Deshalb macht es doch Sinn, wenn ich jemanden von außerhalb beauftrage, oder? Ja, klar doch. Andererseits bist du sowieso so ein freundlicher, hilfsbereiter Geselle. Wie immer. Vielleicht willst du uns ja umsonst helfen. Ich helfe gern, wenn es eine Belohnung gibt. Ich werde es mir überlegen. Wir reden dann später. Ich bin zu beschäftigt, um mich auch damit noch herumzuschlagen. Wir nehmen natürlich das Erste. Da hofft man auf ein wenig Mitgefühl
in diese Zeiten der Not. Was für ein gieriger Grafzahn. Also gut, gehen wir nach Hause und denken nach. Finde den Vampir. Warum sollen wir jetzt nach Hause gehen? Zwangsweise, das stimmt. Außerdem, das weiß doch jeder, braucht bloß ein bisschen Knoblauch irgendwo aufhängen. Das mögen doch Vampire generell nicht. Okay, ich habe zu viele schlechte Filme gesehen, aber egal. Knoblauch hilft immer. Knoblauch. Mehr sage ich nicht. Gott, es wird Zeit, dass du für deine Missetaten bezahlst, elende Kreatur. Mach dich bereit. Zephyr, redest du mit mir? Mit dir, du fieser Vampir, bereite dich vor zu sterben im Namen meiner Frau und alle anderen Unschuldigen. Hey, das ist ja lustig. Glaubst du etwa, dass ich nachts durch die Gegend schleiche und Blut trinke? Wie kann es dann sein, dass ich immer tagsüber in der Sonne arbeite? Das beweist nichts. Du könntest ein Vampirmutant sein. Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Knoblauch ist das. Das Knoblauchbündel. Ich sagte doch, es gibt Knoblauch. Aha, er weigert sich, die Beste. Ah, verdammt. Zufrieden? Wie mein alter Lehrer aus dem Orden der Jäger zu sagen, mehr. Ich hasse dich. Wenn du ein Mutant bist, bist du vielleicht immun gegen die Knoblauchkräfte. Ich hab's, ich weiß, was wir tun müssen. Oh Gott, jetzt wird's schlimm. Nimm diesen Holzpflock und stoß ihn dir ins Herz. Halt, ich habe eine bessere Idee. Ich finde dir einen echten Vampir und dann kannst du mit ihm in Ruhe lassen. Und wenn du versagst, dann kannst du mich töten oder ich esse einen ganzen Eimer voll Knoblauch oder was auch immer du verlangst. Abgemacht, aber versuch nicht mich reinzulegen, du tiges Mist. Sei logisch ist unschlagbar. Es wäre wohl sinnvoll, wenn ich mit den Opferrede Kette, den Sohn des Bauern und Rosa. Neue Aufgabe. Okay. Ah, wir verlieren Leben. Okay. Wir sind vielleicht doch ein Vampir und wissen es nicht. Hm?
Leiche. Jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Wer wollte nicht ein kleiner Blutsauger sein? Hm? Das sieht doch super aus. Diese Leiche. Oh. Wie ich damit gerechnet habe, dass irgendwas mit Knoblauch kommt. Oh. Graveyard Keeper, man muss es einfach lieben. Das Add-on ist jetzt halt schon cool. Da werde ich einen Daumen nach oben lassen. Bei der Bewertung. So, du kommst mir jetzt halt mal mit. Mögen unsere Zombies auch Knoblauch? Das sollten wir mal herausfinden.